Giordano Bruno stirbt auf dem Scheiterhaufen 1600. Es ist 2 Uhr nachts am 17. Februar 1600. Die Bruderschaft vom heiligen Johannes, dem Enthaupteten, erhält die Nachricht, dass heute der Erzketzer Giordano Bruno den Flammentod sterben soll. 4 Stunden später versammeln sich die Mönche in der römischen Kirche San Orsola. Von dort aus huschen sie in dicke, wollene Kutten gehüllt in Richtung des Gefängnisses. Sie empfangen den mageren, großgewachsenen Bruno in der Kapelle und beten inbrünstig für ihn. 2 Dominikaner, 2 Jesuiten und je 2 Mönche der neuen Kirche und der Kirche des Heils versuchen, den Gelehrten zur Vernunft zu bringen. Alles umsonst. Bruno, abtrünniger Dominikaner und Gefangener der Inquisition, bleibt hartnäckig, widerlegt geschickt ihre Argumente. Es ist bereits Tag, als die Gerichtsdiener in Aktion treten. Sie packen Bruno und führen ihn auf den Campo di Fiori, den Blumenplatz, wo eine große Menschenmenge wartet. Darunter befinden sich Papst Clemens VIII. Und 50 Kardinäle, die sich wegen des Jubeljahrs 1600 in Rom aufhalten. Dem zum Tode Verurteilten werden die Kleider vom Leib gerissen. Er wirkt blass und geschwächt. Durch die Folter hat er viel Blut verloren. Seine Arme hängen leblos herunter, seit man ihn gerädert hat. An vielen Stellen sind die Knochen zu sehen. Bruno wird nackt an den Pfahl gebunden, der aus dem Scheiterhaufen ragt. Ein Knebel soll verhindern, dass er Gott ein letztes Mal lästern kann. Dann zündet ein Gerichtsdiener die Scheiter an. Das Holz beginnt zu knistern. Rauch steigt auf. Doch Brunos Konflikt mit der Kirchenobrigkeit reicht weit zurück. Schon 1566, als 18-Jähriger, zweifelte der Dominikaner zum ersten Mal insgeheim an der Wahrheit der Dreifaltigkeit. Mit 19 Jahren entfernte er die heiligen Bilder aus seiner Mönchszelle und betete nur noch vor dem Kreuz. Man warf ihm Missachtung der Heiligen vor. 1576 verließ er seinen Orden und wurde zum Ketzer abgestempelt. Die nächsten 16 Jahre wanderte Bruno quer durch Europa, nach Genf, Lyon, Toulouse, Paris, London, Wittenberg, Prag und Frankfurt. Er war getrieben von der Suche nach Gedankenfreiheit. Aber er fand sie nicht. An den Universitäten vieler Städte lehrte Bruno und er veröffentlichte mehrere philosophische, wissenschaftliche und theologische Werke. 1586 erschien in Paris sein Buch 120 Thesen gegen die Peripatetiker über Natur und Welt. Darin kritisierte er die naturwissenschaftlichen Theorien des Griechen Aristoteles und stellte seine eigenen dagegen. Zum Beispiel, dass die Planeten, auch unsere Erde, um die Sonne kreisten. Dass die Erde vergänglich, dass All dagegen ein endloses Kontinuum sei. Heute muten diese Thesen ziemlich harmlos an. Aber am Ende des 16. Jahrhunderts bedeuteten einige von ihnen die reine Gotteslästerung. Brunos Buch machte Furore. Die Pariser Professoren und Studenten erhoben sich gegen ihn. Er musste die Stadt fluchtartig verlassen. Der gelehrte Mann hatte viele Talente. Unter anderem entwickelte er eine Art Gedächtnistraining. Er lehrte diese Kunst in verschiedenen Städten und verdiente damit Geld. Im Sommer 1591 erhielt er eine Einladung nach Venedig. Der adlige Giovanni Mocenigo bat ihn um Privatunterricht gegen ein großzügiges Entgelt. Bruno, der damals in Frankfurt lebte, sagte zu und kehrte zum ersten Mal seit 16 Jahren nach Italien zurück. Als er aber im Mai 1592 wieder nach Frankfurt reisen wollte, verklagte ihn sein offenbar unzufriedener Schüler vor der Inquisition in Venedig als Ketzer.
Bruno wurde verhaftet, gefoltert und vom Kirchengericht verhört. 1593 lieferten ihn die Venezianer an Rom aus, wo er sich vor der dortigen Inquisition als Fürst der Ketzer verantworten sollte. 7 Jahre zogen sich die Gerichtsverhandlungen hin, bis Bruno im Januar 1600 schließlich den weltlichen Autoritäten übergeben wurde. Am 8. Februar sprach ein Richter das erwartete Urteil: Tod auf dem Scheiterhaufen. Als die Flammen hochlodern, singen die umstehenden Mönche Litaneien. Jemand hält dem Sterbenden ein Kreuz vor das Gesicht, aber der wendet sich mit letzter Kraft entschieden davon ab, bevor er im Rauch erstickt. Am 19. Februar schreibt die Zeitung Avvisi di Roma über den Tod des hartnäckigen Ketzers. Er sagte, er sterbe als Märtyrer, aber jetzt wird er ja erfahren, ob er die Wahrheit gesagt hat. Brunos Werke standen weiterhin auf dem vom Vatikan aufgestellten Index der verbotenen Bücher bis 1965. Dennoch konnte die Kirche nicht verhindern, dass die Stadt Rom 1885 ein Bruno-Denkmal auf dem Campo di Fiori aufstellte, dem Platz der Hinrichtung. Bruno wurde von nun an offiziell als Märtyrer der Geistesfreiheit und der Wissenschaft gepriesen. Heute ist es klar, sein gewaltsamer Tod war die letzte große Erhebung des Mittelalters gegen die aufkommende Moderne.